So Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing-Video bei mir am Kanal. Freut euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute packen wir endlich die ganz brandneuen Nerf Blaster von Fortnite aus, Freunde. Tatsächlich hat Nerf eine Kooperation mit Fortnite. Ich wusste das Ganze schon vor ein paar Monaten, leider durfte ich nicht darüber reden. Ich habe die auch schon alle gesehen, aber leider durfte ich die noch nicht anfassen. Und jetzt ist endlich einer davon zu mir ins Haus gekommen. Das heißt, wie gesagt, Magic Bieber und ich bin die einzige Person in Deutschland, die zurzeit diese Dinger besitzen. Die werden jetzt gelauncht in Deutschland. In Amerika wurden die schon gelauncht und wie gesagt, wir sind die Ersten, die das haben. Leider habe ich die Scar noch nicht bekommen, aber sobald ich die Scar und die anderen Nerf Blaster habe, werde ich die ebenfalls auspacken. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie die Scar auf jeden Fall performen wird. Aber zurzeit haben wir eine andere Blaster hier und ich würde sagen, nicht lange labern. Wir gehen jetzt direkt zum Unboxing-Tisch, packen das Ding aus und gucken mal, wie das Ding performt. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Los geht's. Und nicht vergessen, Leute, wenn ihr neu am Kanal seid, lasst ein Abo da und ein Like auf den Stream. Auf den Stream? Ich bin nicht im Stream. Ich streame eindeutig zu viel. Naja, lasst auf jeden Fall ein Däumchen nach oben da. Wäre auf jeden Fall cool. Dankeschön und los geht's. Zum Unboxing. Ich freue mich. Übrigens, Freunde, mal unter uns. Ich werde am Ende ein kleines Gewinnspiel raushauen. Ich weiß nicht, ob ich das darf. Ich lehne mich weit aus dem Fenster. Wie gesagt, dann werdet ihr die ersten Deutschlands, die das Ding besitzen. Aber ich werde es trotzdem versuchen. Hashtag Nerf in die Kommentare, warum ihr unbedingt gewinnen wollt. Übrigens, damit eure Chancen erhöht, geht auf jeden Fall auf Instagram und abonniert mich dort und macht da ebenfalls mit. Ich werde dort ebenfalls ein Foto davon posten. Viel Spaß und viel Glück. Leute, herzlich willkommen hier an meinem Unboxing-Tisch und da ist das schöne Paket. So sieht es aus. Dort ist ein Nerf Blaster versteckt. Besser gesagt, ein Fortnite Nerf Blaster. Und ich bin schon sehr gespannt, welcher das ist. Aber es kann auf jeden Fall keine große, ja, M4 sein oder eine M16 oder kein Jagdgewehr wird es vermutlich nicht sein oder eine Scar wird es nicht sein. Ne, das Paket ist deutlich zu klein. Und ich denke mal, das wird eine Pistole sein. Und ich tue gerade so, als wüsste ich nicht, was da drin ist, aber ich weiß ganz genau, was da drin ist, Freunde. Und vermutlich wisst ihr es auch schon längst, den Thumbnail-Titel, vermutlich steht das da drauf. Und wie gesagt, dieses Blaster gibt es nirgendwo, außer bei Magic Bieber auf dem Kanal und bei mir auf dem Kanal. Und ich würde sagen, packen wir das Ding mal auf. Zack. Oh, zack. Schöne, langsame Schnitte, Leute. Die Spannung soll aufrechterhalten werden. Zack. Okay. Und könnt ihr schon was sehen? Könnt ihr schon was sehen? Was wird es sein? Welcher Blaster wird es? Oh my God. Oh my God. Oh my God. Das ist tatsächlich die schallgedämpfte Pistole, Freunde. Das sieht ja mal richtig sexualitätisch aus, Freunde. Und wir kriegen auch direkt einen kleinen Einblick, wie die Scar aussehen wird. Und tatsächlich wird es noch die Tactical geben. Guckt euch das an. So sieht es aus. Da ist einmal die Scar und einmal die Tactical da unten. Oh mein Gott, das sieht ja mega nice aus. Tatsächlich dieses Paket komplett noch in Englisch. Es wird natürlich noch eine deutsche Version geben. Age ab 8 Jahre. Fortnite, extra so Stempel von Fortnite, glänzen. Epic Games, man hat hier ein paar Skins auf dem Karton. Warte mal, komm mal näher. Aber wenn das so aussieht, sieht schon nice aus. Das Stück hier, die schallgedämpfte Stück ist natürlich mega groß. Sieht natürlich bei dem bei Fortnite nicht so krass groß aus. Wir haben hier die 3 Skins, die 5-Euro-Paket, erinnert euch sicherlich, oder? Fortnite SBL heißt das Ding. Wir haben insgesamt 6 Darts zur Verfügung. Und ich bin mal gespannt, ist das elektrisch oder nicht elektrisch? Ich vermute mal, das ist nicht elektrisch. Caution! Do not aim at eyes or face. To avoid injuries, use only with official Nerf darts. Other darts may not meet safety standards. Do not modify darts or dart blasts. Die heißt ARL und die heißt TS, so heißen die. Okay, nice, hier steht Removable Barrel Attachment. Das heißt, dieses Ding können wir hier entfernen. Da steht hier 3 Dart Internal Clip. Das heißt, hier vorne kann man irgendwie 3 Darts irgendwie anbringen. Ich bin mir nicht sicher genau wo. Okay, was gibt's hier noch? Verpackung. Was haben wir hier? Ah, hier ist einmal die Kooperation. Fortnite X Nerf. Nice. Hier auf dieser Seite genau dasselbe. Und hier genau dasselbe. Und hier genau dasselbe. Überall wollen sie zeigen, dass sie zusammenarbeiten. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass sie zusammenarbeiten. So, hier können wir es aufmachen. Nicht vergessen, dieses Messer könnt ihr bei mir im Shop kaufen. Sehr, sehr nice. Very, very nice. Aber ab 18 nicht vergessen, sonst verletzt ihr euch noch. Spielt bloß nicht damit rum, Leute. Zack. Okay. Okay. Oh, da kommt es. Yeah. Oh mein Gott, das ist größer wie gedacht. Das ist eine Pistole, aber das ist ja riesengroß. Zack. Oh mein Gott, das ist ja riesengroß. Guckt euch diesen Schalldämpfer an. Das ist ja unglaublich, wie groß das ist. Oh mein Gott.
Nice, das Ding ist super klein, hier ist laut. Kann natürlich nur ein Dartfly durchpassen, aber wie riesig das ist. Das wird auch ein bisschen größer. Das ist natürlich bei Fortnite nicht so. Das ist eigentlich komplett gleich groß. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das ist leicht oval, das Ding. Ist leicht oval, seht ihr das? Es ist nicht rund, es ist oval. Und so sieht man, dass es größer wird, so sieht man das nicht. So sieht es aus, als wäre es einfach gerade. Okay, sehr cool. Hier sind einmal die Darts, insgesamt 6 Stück. Geh mal aus. Mal gucken, ob die sehr anders sind wie normal. Das ist einmal der Dart von der Fortnite Blaster. Dann zeige ich euch mal, wie die normalerweise die Standard aussehen. Das sind die hier so. So sehen die Standarddinger aus. Ich hoffe, der Fokus ist da. So sieht das aus, genau. Dann haben wir noch dieses Teil hier. Das sieht ein bisschen anders aus vom Kopf her. Und dann haben wir noch natürlich die ganz, ganz großen. Bam. Also die scheinen echt ein bisschen kräftiger zu sein an sich. Vielleicht liegt das daran, dass das Ding ein bisschen stärker ist. Das kann sein. Deswegen würde ich sagen, packen wir das aus und testen das endlich mal. Oh. So, Kamera geschoben. Oh mein Gott, ist das schwer. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so schwer ist. Okay, nice. Erster Eindruck ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr cool. Oh. Okay. Seht ihr das? Also ein bisschen zurückziehen und ebenfalls noch nach vorne schieben. Sehr gut. Yeah. Dann bringen wir das Teil mal hier an. Na komm. Na komm! Jetzt! Also ich muss schon sagen, das sieht schon für eine Pistole, Alter, ist das echt riesengroß, ey. What the fuck, Alter? Ist das cool? Bam! Das ist kein Glas oder sowas ähnliches. Normalerweise ist hier also so ein Dot oder was auch immer so. Aber hier ist nichts zu sehen. Hier ist ein Knopf, kann man nicht drücken. So, die Frage ist jetzt, wie kommen die Kugel da rein? Aha, okay. Ich glaube, es wird einzeln geladen. Es wird einzeln geladen. Okay. Oder warte mal, kann ich da mehr reintun? Ich glaube nicht, oder? Sollen wir mal gucken, ob das mehr reingehen? Ich glaube, ich mache das kaputt. Nee. Also sobald einer reingesteckt hat, könnt ihr es nicht mehr zurückziehen. Erst muss geschossen werden. Ein kleiner Schutz ist da drinnen. Das heißt, sobald einer drinnen ist, könnt ihr keiner mehr reinstecken. Und ich frage mich gerade, da stand doch irgendwas, habe ich das falsch verstanden? Internal Clip. Da stand doch irgendwas von 4. Man kann 3 Stück reinstecken. Doch, tatsächlich. Warte mal, ich schieße einmal ab. Das versuchen wir mal. Dieses System habe ich bisher noch bei keinem gesehen. Ich habe gedacht, man kann es nur mit einem schießen. Okay. Ah, okay. Das Magazin ist hier drinne. Oh, wie cool ist das denn? Das ist richtig nice gemacht. Okay, mehr kriege ich nicht rein. Oh, warte mal, ich glaube schon zu viel. Wie viel habe ich reingesteckt? 3? Ah, okay. Zack, okay. 3 Stück sind hier reingeladen. Deswegen kann man hier nicht rausziehen, das Magazin. Das ist interessant. Das habe ich bei tatsächlich noch kein richtig gesehen, wo das Magazin quasi eingebaut ist. Ich sehe auch hier gerade, was ist das denn? Sst. So, dann würde ich sagen, dann schieße ich mal auf den Larry einfach. Erster Schuss und danach machen wir noch, ja, inwieweit das Ganze schießen kann. Okay. Also ich muss sagen, wenn er damit zielt, muss er deutlich höher zielen als normal. Ich hätte mit den Dingen gezielt und das ist deutlich, das ist locker so 30 cm darunter. Also solltet, wenn ihr auf den Kopf zielen wollt, müsste ich zum Beispiel über den Kopf zielen. Ich versuche das mal. Seht ihr das? Dann treffe ich das auch. Ich würde sagen, jetzt gehen wir nach oben und testen mal, wie weit wir tatsächlich damit kommen. Los geht's, oder? So, vorher ist es spannend. Wie weit schießt tatsächlich die schallgedämpfte, ja, Pistole von Fortnite und Nerf? Zuerst werden wir mal die Schritte zählen. Ne? Ich fange mal hier an. Darauf geht's in den Garten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Du musst nicht zählen! Ruhe! 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ich vermute mal, ich weiß nicht mal, ob ich bis zum Garten komme, also durch die Tür. Da bin ich sehr gespannt. Höchstens der Gefühle glaube ich, dass wir es schaffen mit dem Ding hier bis 20 Meter. Aber das werden wir ja sehen. Also die Kinder, ich glaube keine 20 Meter. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, wir müssen erstmal durch die Tür. Das muss erstmal noch passen. Wir müssen erstmal an denen vorbei. Komm, ich werde ein bisschen höher ziehen, weil das Ding zieht sowieso extrem runter. Okay, los geht's. Ich muss durch die Tür. Bist du bereit? Erster Schuss. Oh! Und? Es waren circa 15 Meter. Echt? 15 Meter, aber ich hab's hochgezielt, ne? Ich ziehe noch ein bisschen höher. Eigentlich ziehe ich schon fast gegen die Decke. Wieder 15 Meter. So, nochmal versuche das dritte Radfall. Achtung. Ich ziehe ein bisschen höher. Ah, jetzt haben wir nur 10 Meter geschafft. Das ist leicht nach rechts gezogen. Wir sind so weit gekommen. Circa davon ist 20 Meter. Das ist ungefähr
Ja, 15 Meter. Das ist, genau kann man nie sagen. So, das laden wir dann mal nach. Ah, ich liebe das Nachladen. Das ist irgendwie cool. Ich weiß auch nicht warum. Kommt mir vor wie so eine Pumpgun. Okay, Freunde, so, jetzt sind wir draußen. Mal gucken. Jetzt ist ein bisschen windig. Mal gucken, wie das dann die Zielgenauigkeit ist. Ich versuche die Palme da hinten zu treffen. Let's go. Das ist nicht so einfach. Wie gesagt, man muss ein bisschen höher ziehen. Und die sind nicht genau. Ich hoffe, das landet nicht beim Nachbarn. Okay, so weit kommen wir gar nicht. Ne? Draußen ist es ein bisschen anders, wie ihr seht. Da hat es, glaube ich, gerade mal 10 Meter geschafft. Das sind höchstens 10 Meter. Mehr hat es nicht geschafft. Ich ziehe ein bisschen höher noch. Ja, noch höher. Um die Palme zu treffen in 15 Meter, muss ich so hoch ziehen. Guckt euch das an. Ja, aber fast getroffen. Fast getroffen. So, kommen wir mal zu meinem Fazit. Ich muss wirklich sagen, das ist wirklich eine geile Fusion. Nerf und Fortnite, was gibt es Besseres, Freunde? Ich liebe Fortnite, ich liebe Nerf und beides zusammen mega geil. Und ich bin so froh, dass ich bei dieser Kooperation mitmachen darf. Wie gesagt, ich bin einer der Ersten in Deutschland, der das Ding zeigen darf und auspacken kann. Richtig geil. Und ich weiß nicht, ob ich das machen darf, Freunde. Aber ich werde das für euch tun. Schreibt einfach einen Hashtag Nerf in den Kommentaren, warum ihr unbedingt gewinnen wollt. Das Gewinnspiel läuft sowohl auf YouTube als auch auf Instagram. Mein Instagram-Account heißt tutopolis.tv. Ich würde euch empfehlen, bei beiden Plattformen mitzumachen. Dann hören sich eure Chancen. Und wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange das Gewinnspiel laufen wird, weil ich weiß nicht, wann ich euch das Ding raushauen kann. Das muss ich tatsächlich noch mit Nerf besprechen. Ich habe es noch nicht Zeit gehabt, das zu machen. Wie gesagt, das war jetzt sehr, sehr spontan und schnell. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall dabei viel Glück und bleibt nicht so ungeduldig. Wie gesagt, wenn ich keine neue bekomme, bekommt ihr meine. Sogar signiert, wenn ihr wollt. Kann ich auch gerne machen. Ist halt dann gebraucht. Das ist der einzige Nachteil. Aber das ist halt die vom Video dann. Okay, Freunde, das war auf jeden Fall mein Unboxing zu der Nerf-Pistole und Fortnite-Blaster. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und wenn ihr noch Bock habt, noch mehr davon zu sehen, nicht vergessen, ein Abo da zu lassen und ein Däumchen nach oben. Auf diesen Seite kommen wir zum weiteren lustigen Reviews bei mir auf dem Kanal. Links und rechts, wenn ihr das noch schon mit auf den vertreten bin. Und direkt damit komme ich kostenlos, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Also dann, Leute, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.